Mit dem Add-in Office Mix für PowerPoint 2013, Office 365 und Office 2013 kann ich Videoaufzeichnungen von Software durchführen und diese Dateien, die dann resultieren, A in PowerPoint unterbringen, bei Office Mix hochladen oder als Einzeldatei, als MP4-Datei speichern. Ich habe jetzt mal so eine Datei. Ich gehe mal auf die nächste Folie. Die habe ich hier schon aufgezeichnet. Ich habe hier ganz normal diese Datei in ein PowerPoint ohne Office Mix jetzt zu nutzen. Ich starte die mal. Ich klicke auf Abspielen. Jetzt müsste das Office Mix Video können auch starten. Softwarevideos, Moment. Programmbeschreibungen erzeugt werden. Diese Videos müssen nicht unbedingt nachher bei Office Mix landen, sondern können ganz normal auch als Datei gespeichert oder in PowerPoint integriert werden. Hier gebe ich zum Beispiel den Suchbegriff Videoliste hier auf meiner Webseite Theos Blog ein, lande auf Excel Online und kann mir hier, wenn ich diesen Link betätige, ganz normal alle Videotitel, die bei YouTube liegen, anschauen und von dort die Links nutzen, von hier die Links nutzen, um auf die jeweiligen Titel zu kommen. So, ich beende die Aufzeichnung jetzt mit Steuerung Shift F12, Steuerung Shift F12 gezeichnet. Ich drücke Steuerung Shift F12. So, ich habe das mal abgebrochen. Das heißt, ich habe hier ein Video. Dieses Video ist integriert hier auf der Folie momentan. Ich klicke mal mit rechter Maustaste drauf. Ja, hier sieht man, man kann dieses Video formatieren und so weiter. Man kann die Vorschau abspielen. Ich habe das Video hier. Wir wechseln mal bei den Videoformaten ganz normal. Ich kann es hier abspielen. Ich kann da noch irgendwelche Schatten drumrum bringen. Bei der Wiedergabe die Möglichkeiten, das Video zu kürzen, also alle Möglichkeiten, die wir normal bei PowerPoint haben. Und ich erzeuge einfach mal kurz ein neues Video, nimm eine neue Folie, ganz normale neue Folie, wechsel auf das Register Mix, dort Screen Recording. Nun muss ich angeben, welches Mikrofon ist mein führendes Mikrofon. Das könnte jetzt natürlich in Konflikt kommen. Ich nutze gerade Camtasia, um die Videoaufzeichnung zu machen. Ich nehme also hier mal das Logitech. Das ist jetzt das gleiche wie bei Camtasia. Ziehe mit dem Rahmen hier auf, welchen Bereich ich aufzeichnen möchte, welchen Bereich ich aufnehmen möchte an den Ecken und habe nun oben mein Record. Button, mein Aufnehmen-Button. Ich klicke mal drauf. Nun zählt er runter. 3, 2, 1. Nun wird aufgezeichnet. Ich drücke Steuerung Shift F12 oder hier oben auf Stop, End Recording. So, und dann fragt er mich, möchte ich das auf die Folie einfügen? Dann sieht es genauso aus wie auf Folie 3 gerade, wo das Video eingefügt wurde. Oder möchte ich, would you like insert the screen recording in the slide? Ich klicke mal auf Nein. Und dann wird an dieser Stelle ganz normal gefragt, was soll mit dem MP4-Video passieren? Ich möchte es mal testweise hier auf den Desktop kopieren. Und dann habe ich auf dem Desktop ganz normal, ich drücke mal Windows-Taste D, ganz normal hier eine MP4-Datei, eine Videodatei, die ich hier abspielen kann. So haben wir ja schon gesehen gerade. Also mit Office Mix habe ich nicht nur wie im vorangegangenen Teil gezeigt ein Programm, mit dem ich Online-Umfragen, Wissensvermittlung mit anschließendem Test durchführen kann. Ich habe ja auch einen prima Screen Recorder und das für Office 365 und die 2013er Produkte wunderbar. Mir gefällt's und ich bin mal gespannt, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.